Was ist denn das? Ich will doch ein bisschen Platz davon haben. Ach so. Halt, das Bier war nicht gut. Ist einfach zu warm. Hast du nicht mehr, oder was? Doch. Doch, wir sollen nicht hin. Nee. Ja, ja, ich gucke. So, willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Testoleros. Herzlich willkommen hier in unserem wunderschönen Tonstudio. Jens, Open Air. Enrico, hier. Ja, heute testen wir den Kyritzer Mord und Totschlag, ein Schwarzbier, 7,2%. Oder die Waldfee. Diesmal belegt der Protokollführer hier von unserem wunderschönen Biertasting-Protokoll, was wir uns selber ausgedacht haben. Kyritz an der Knatter. Oh Mann, shit. Sag mal einen Stift. Was ist denn der Holz, mein Blatt? Naja, das doch nicht. Mein Schmeiß doch mal direkt wenigstens. Tut der Arsch weh. Kannst du mal vorlesen hier hinten, wenn du überhaupt noch lesen kannst. Naja. Ich sag dir, ich sitze hier bloß rum und schwitze. Ja. Also. Was ist das denn? Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot, ne? Klosterbrauerei Neuzelle. Aus Neuzelle ist das. Kommt ja auch das Neuzeller Kloster. Nö. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz und Hopfen. Ah, nur drei Zutaten. Das ist es. Hier hinten. Steht hier hinten drauf, Kyritzer Mord und Totschlag. Keine Angst, wir Kyritzer sind ein raues, aber liebenswürdiges Völkchen. Der rauflustige Name steht für ein Schwarzbier, das in Kyritz schon im 17. Jahrhundert gebraut wurde. Und unsere Stadt bis nach Hamburg, Lübeck und am kurfürstlichen Hof bekannt machte. Wenn wir ihnen also Mord und Totschlag anbieten, werden wir sie nicht in eine Rauferei verwickeln, sondern mit unserem kräftigen Bräu aus alten Zeiten auf Kyritz an der Knatter anstoßen und sie bei uns willkommen heißen. Hier können sie Geschichte nicht nur sehen, sondern auch schmecken. Aber das sind die Zutaten, ne? Also die passen hier rein. Hier hin. Ja, so soll das ja wohl sein, oder? Ja. Schön. Klosterbrauerei Neuzelle GmbH, 15898 Neuzelle natürlich, ist ja klar. Ohne künstliche Zusätze etc. pp. So. Online-Biershop versandkostenfrei. Hier unter dem Video in der Beschreibung zu finden natürlich. Klosterbrauerei.com. Und also, eine Telefonnummer, Rico ruft da nachher mal an, glaube ich. So, ich, Image? Nein, ich finde das cool. Also, für mich gibt es da keine Frage. Also, ich würde sagen, auf jeden Fall 4 Punkte. Ja, ich dafür. Gut, Funkfaktor. Bierflaschen, Dosen, Optik. Ja, lustig. Also, ich habe ja gelacht. Bevor man hier überhaupt mal trinken darf, muss man hier jetzt mal durch eine ganze Reihe kapuscht. Ja, das ist ganz lustig gemacht hier so ein bisschen. Das finde ich hoch. Die zwei, die sich ja so ein bisschen raufen hier, dann aber auch Bier trinken. Ja, ist lustig. Das hier hinten ist auch gut. Also optisch, von der Farbgebung und so weiter, kommt man so auf jeden Fall darauf, dass es ein Schwarzbier sein muss, finde ich. Da steht ja auch Schwarzbier drauf. Ja, ja. Aber auch so generell, wenn man das mal so sieht und noch nicht liest. Also ja, ich meine, ja, passt. Das ist total rassistisch. 3 Punkte? Ja. Ja, 3 Punkte. Die Optik. Ja, da müssen wir mal gucken. Also, die Optik von der Flüssigkeit. Nicht vom Glas oder so, sondern von dem Mädchen hier. Oh. Das gibt's doch gar nicht. Nicht mal einen Schluck getrunken? Nee, schon besoffen. So. Das war jetzt übrigens der Funkfaktor, den wir uns gerade gehört haben. Ja, wieder ein Punkt, wa? Wenn jetzt so weiter, ja, nehmen wir das mal wieder raus. Naja, das gibt ja immer noch Flensburger, ne? Und das kriegt auf jeden Fall die 2. So, sieht wieder keiner von uns? Mann, ey, der hat das gelernt, ey, aber kriegt das nicht hin.
Ich muss mir hier angucken, wie wir hinten planschen, ja. Oh, sehr schön. Schön. Das also sieht schön aus, ja. Ja, für ein Schwarzbier ist das echt schön. Guckt euch das an. Hast du wieder schwarze, Entschuldigung, Kyritzer, Mord und Totschlag, Schwarzbier. Sprudelaspekt kannst du dann auch gleich. Ja. Top. Also, also ja. Bieroptik würde ich wenigstens 2 Punkte geben. Ja, bin ich dafür. Und Sprudelaspekt. Ja, 2. Ja, denke ich auch. So, jetzt dürfen wir einen Schluck nehmen. Oh, endlich. Prost übrigens. Prost. Ui. Hm. Hm. Herb. Boah, das geht ja. Das ist ja, als wenn man einen herben Kaffee trinkt. Schmeckt nicht so, aber ist so ungefähr. Das ist ordentlich herb, ne? Aber jetzt nicht. Nicht negativ gemeint. Das ist. Also wer auf Herb steht und Schwarzbier, also das ist ja, also der hat damit auf jeden Fall seine Freude. Ich finde, denkt der ans gut. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der Uhr kommt noch. Ich war erstaunt über den Geschmack, weil ich gedacht habe, dass da noch ein bisschen Süße hinterher kommt. Ja. Aber war gar nicht. Das ist nee. Wie, ja, so als wenn man so ein bisschen so... Wasser mit so dieses Herbe vom Kaffee finden, so ungefähr ist das. Wenn man nur Kaffee pur trinkt. Ja, der Geschmack ist gut. Ist jetzt nicht der absolute Mega-Hammer oder. Also ist gut, also für ein Schwarzbier. Ich meine, es gibt Bier, ein Schwarzbier, was mir besser schmeckt. Darüber reden wir jetzt ja nicht. Wir reden ja jetzt über Kürzermord und Totschlag. Also wenn ich mal Lust auf Schwarzbier habe, würde ich trinken, ja, aber das ist schon recht herb. Also herb ist das nicht. Und doch, finde ich schon. Also ich bin ja nicht so der Typ, der herbe trinkt, so. Ich bin zwar Biertrinker, aber das ist schon... Das ist halt so der Warmduscher. Ein herb, ach Quatsch, das ist ein herbes Bier. So ein Schattenparker. Ah, Schattenparker. Gaumenliebe oder Gaumenhiebe? Also, muss ich da auch noch hinschreiben, ja. Also ich bin, also wirklich, also eine 4, also 4 Punkte würde ich dem Ding auf jeden Fall geben. Ich bin, ja, 4 Punkte. Oder 5. Oder 5. Also ich finde, wenn das schon noch das leicht Süßliche gehabt hätte, dann wäre ich auf jeden Fall auf die 5 gewesen. So bin ich jetzt bei zwischen 4 und 5. Und du sagst 5. Wir haben aber keine 4,5. Und du sagst 5 oder was? Ich sag 5, ja. Ja, dann sind wir bei 5. Wenn ich 4,5 habe und du hast 5, sind wir bei 5. Ja, Wegkippfaktor? Naja, Wegkippfaktor, also kipp's auf jeden Fall. Also ich würde es niemals wegkippen. Gut. Spezial? Ich finde... Also es hat einen Zusatzpunkt dafür verdient, dass jetzt Mord und Totschlag ist, ja. Einfach. Erstmal finde ich es lustig. Zweitens mal finde ich die Geschichte dahinter sehr, sehr schön. Und da muss man sagen, also die nehmen das, also das ist ja endlich mal was. Nehmen die denn echt das Knatterwasser denn auch? Du würdest an der Knatter? Keine Ahnung, also auf jeden Fall wird da gerne mal eine abgeknattert, schätze ich mal. Auf jeden Fall finde ich das gut, dass sie das total locker und lustig machen. Auf die lustige Art, ne? Nicht so ernst, sondern einfach mal so auf die Locker. Die fallen auf jeden Fall aus der Reihe. Also 2 oder halt. Ja. Ich bin für 2 auf jeden Fall. So, und jetzt der Uwe. Oh, das kann ich noch nicht. Warte. Ich zähle mal ein bisschen zusammen. Hört man das? Was ist denn jetzt? Ich glaube nicht. Naja, ist zu leise. Nee, du musst aggressiver einkippen. Boah, aggressiv. Genieße das. Ich bin eher so der gefühlsvolle, der leidenschaftliche Typ. Notizen? Hast du noch irgendwelche Notizen für den Kyritzer, Mord und Totschlag, Schwarzbier, Boy? Ich
Der gibt's bei Kaufland, ja? Nein, Getränkeland hier. Meine ich doch. Ja. Mhm. Bin ja. Nein, du hast einen Zettel, ist mir den Ding oder was? Was ist denn mit dir? Nein. Na, schon teuer. Übrigens. Ich hab die ja gesucht, weil jetzt stehen die wieder im Schrank. Da, wo sie normalerweise stehen. Also ich weiß nicht, was mit den Gläsern passiert ist. Die ja, waren weg. Eine Frau drum gekümmert. Wahrscheinlich, ja. Das hat ja fast das Bier verschüttet. Ey. Das wird dann gewesen. Wo ist denn hier eigentlich der Untersitzer, den Brötchen so hochlegen? Mhm. Ah, stimmt. Oh. Wir haben da ganz tolle Untersitzer von Joyboy übrigens. Ja. Rico findet mir auch nicht in seiner aufgeräumten Werkstatt. In unserem Tonstudio, meine ich. Die Werkstatt ist ja auch so weit aufgeräumt. Ja, deshalb findet man das ja. Ach, hier. Das war hier beim. Das war bei Boxyland gerückt. Genau. Boxyland, ne? Ja, aber steht nirgendwo Boxyland drauf? Ja. Enjoy your beer, ja. Joyboy? Hm? Ja, ich hab ja Joybräu. Also wenn ihr den Joybräu-Test noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch an. Von Joybräu gibt es jetzt zwei neue. Müssen wir auch mal testen. Echt? Mhm. Cool, sehr schön. Gut, dass das Bier schön gekühlt ist. Habe ich extra eine Stunde vorher einen Tiefkühler geschmissen. Ich bin jetzt fast beim Uber. Oh, jetzt. Leistung. Mhm. Doch, ich glaube, darauf freue ich mich schon. Auf Oettinger. Alter, ey, das, da kommen wieder Erinnerungen hoch. Das sage ich dir, ey, wenn wir das trinken. Ich bin denn soweit? Ja, warte, ich hab gleich der Uwe, ich seh ihn schon. Das ist ja wirklich ein schmaler Uwe. Naja, ist ein kleiner. Wir müssen das definieren. Wie viel schmeckt der letzte Finger dick Bier? Ja, Kinderfinger dick oder? Zwei Fingerbreit. Gut, dann testen wir jetzt mal die Uhr und dann kann ich endlich zu Ende ziehen. Prosit. Prost. Ja, ich merke keinen Unterschied. Habe ich mir schon mal vorgestellt, ja. Also doch ein Punkt. Ja. Damit sind wir bei 21 von 30 Punkten. Schon gut. Kann man nicht nehmen mit an. Dafür, dass wir nicht mal Schwarzbiertrinker sind? Silber. Rico hat sich immer noch eine Chance gedacht. Deswegen können wir jetzt nur Silber sagen. Es. Wie kann man das sagen, Silber? Es versüßt den Tag und macht aus einem beschissenen Tag noch einen relativ guten Abend. Oh Mann. War das schlecht, wa? Ja, ich lasse mir noch was einfallen. Ja, Silber, herzlichen Glückwunsch an die Küritzer. Mord und Totschlag. Habt ihr euch verdient? GmbH, ja, schöne Grüße. Gute Bier, wirklich. Aus Neuzelle kommen ja auch noch andere gute Biere. Ne? Das stimmt. Allein schon das Neuzeller Klosterbräu. Genau. Also, die Neuzeller, also das Schwarzbierbrauen haben die drauf. Ja. Ja, jetzt können die ja trainen, Video trainen. Ja, wahrscheinlich bunt. Das Allerwichtigste am Bier trinken ist, dass ihr den Kanal hier abonniert. Liken, teilen, abonnieren. Probiert's mal aus. Ihr könnt auch den ausprobieren, ja. Und ihr könnt ja mal reinschreiben, was ist denn euer Lieblingsschwarzbier? Ja? Schreibt's mal rein, dann werden wir es mal testen. Wenn wir es dann kriegen. Ah, ich denke mal schon, dass wir es kriegen. Testen wir danach. Ja. Nimm das mit. Das war's. Jetzt hätten wir zu abonnieren hier, das Ding, den Kanal. Ansonsten verpasst ihr nämlich das nächste wertvolle Video mit dem nächsten wertvollen Bier, was wir dann testen.
Das wäre nämlich... Ja, nach dem Bier ist ja bekanntlich vor dem Bier. Was haben wir hier? Ein Löschzwerg. Ein Klönlütten. Den aber gibt es beim nächsten Mal. Also ja. Bis dahin. Abonnieren, dann verpasst das Video nicht. Und die Glocke natürlich aktivieren. Ne? Kriegt ihr direkt eine Nachricht von uns. Genau. Von YouTube natürlich. Also bis dahin, haut rein. Wir sehen uns. Prost. Der funkt ja denn ja nicht, Alter. Tja. Bis demnächst.